Hallo und herzlich willkommen zu Folge 188 von Legend of Asuna. In der letzten Folge haben wir das Buch des Erwachens gefunden, haben es allerdings nochmal liegen lassen. Denn sobald wir das aufheben, ist ja der Dungeon beendet und dann werden wir hier raus teleportiert. Und hier gibt es noch so eine kleine Ecke, wo wir uns gerade befinden. Die blieb uns verschlossen, da mussten wir mit K durch oder ich war zu blöd, den Eingang zu finden. Und jetzt könnte es hier eventuell zum Kampf kommen. Ich will mich erstmal optimal vorbereiten. Erstmal brauchen wir Licht. Und dann vielleicht noch Eisblock oder... Na ne, Feuerregen will ich eigentlich nicht verschwenden. Also Eisblock soll es wohl sein. Vorerst, auf welchen Dingen ist denn der? Auf der 8, okay. So, wir haben hier drei Herzen, die wir durchstoßen können. Auch wenn wir keine Waffe haben. Dazu, also normalerweise, also in Gothic 1 hast du ja diese Schwerter, die uralten, dann stichst du die da durch die Steine. Und hier, weiß nicht, üben wir Druckluft drauf aus oder so, keine Ahnung. Oder Boxen rein, ich weiß es ja nicht. So, das hier dürfte das letzte sein, also dann müsste irgendwas, weiß ich, ein Erzdämon oder ein Dämonenkönig oder keine Ahnung, was jetzt auftaucht. Und falls nichts passiert, dann, ja, dann passiert hier wohl nichts. So. Überall drauf geboxt. Und es ist nichts passiert. Kann es sein, dass hier noch irgendwas hätte sein sollen und das einfach nicht passiert? Oder muss ich einfach nochmal ein zweites Mal hier interagieren? Nö, hier geht gar nichts. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt irgendwie einfiele, wäre, dass wir irgendwann später hier nochmal herkommen, was ich aber nicht glaube. Deswegen denke ich mal, dass das jetzt hier so einigermaßen abgelaufen ist. Also ich, ja, leider bringt es nichts. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal hierher. Ich drücke zweimal K, da sparen wir es ja. Fleischwanzenspruch, weil ich weiß. Cheaten. Aber komm, ist jetzt egal. Also hinten ist nichts, vielleicht war da auch noch was geplant und es kam nie dazu. Das kann ja auch gut sein. So, unsere Freunde sind weg. Aber das sollte eigentlich egal sein. Da wir nur das Buch aufheben müssen, dann werden wir hier eh heraus teleportiert. Also hoffen wir mal, das ist jetzt alles so abgelaufen, wie es tragbar ist. Hier mit dem Raum da hinten jetzt noch. Bleibt es nur zu hoffen. Ansonsten ja, Buch des Erwachens und so haben wir die Gegner besiegt. Wie gesagt, wir sind jetzt halt hier alleine, weil unsere Freunde gedacht haben, wir machen jetzt einen Abgang. Ich fände es cool, das ist ja natürlich bei moderneren Spielen irgendwie der Standard. Deswegen wundert mich das nicht, dass es das bei Gothic nicht gibt, aber das wäre ziemlich cool, weil ich glaube, das ist sogar irgendwie machbar. Vielleicht gab es das sogar auch schon in irgendeiner Modifikation, ich habe das wieder vergessen. Ah, da sind sie wieder. Hier unten hingen sie rum, perfekt, sind sie alle da. Aber zum Beispiel, was ich cool fände, wäre eine Möglichkeit, dass man den Begleiter dann anspricht und dann bleibt er stehen. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine, dass er einfach stehen bleibt, dann bleibt er passiv einfach, ne, und macht nichts. So, also im Prinzip hat uns das jetzt gar nichts gebracht, außer eben die Minecrawler. Und ja, dafür war es eigentlich jetzt schon wert. So, das heißt, sobald wir das hier aufsammeln, sind wir in Kapitel 3. Glaube ich zumindest. So, jetzt nehmen wir mal ganz kurz unsere Fackel weg. Die können wir uns sparen. Und jetzt geht's wieder zurück. Dann hören wir uns mal an vom Karador, was jetzt passiert ist. Ah, wer? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Karador, bist du das? Immerhin. Auffassungsvermögen und kognitive Fähigkeiten sind noch intakt. Du scheinst mehr Glück als Verstand gehabt zu haben. Du befindest dich in den Gewölben dieser Akademie, falls dir das helfen sollte. Was ist denn passiert? Wie bin ich hier hingekommen? Offenbar hast du jegliche Warnungen in den Wind geschlagen und im Sumpftempel das Buch einfach an dich genommen. Zwei erfahrene Magier. Sie beide
haben immer wieder betont, dass dieses Buch gefährlich ist. Dir erscheinen diese Worte jedoch nicht relevant. Ich wollte nur... Sprich gar nicht erst weiter. Ich will keine Rechtfertigungen und Ausflüchte hören. Die verbleibende Energie des Artefakts hatte dich in einen psychisch instabilen Zustand versetzt, dem du allein nicht mehr gewachsen warst. Magus sah sich gezwungen, deinen Geist von dieser Welt in eine von ihm künstlich geschaffene zu überführen, um deine Körperfunktionen noch aufrecht zu erhalten. Anschließend hat er das, was von dir noch übrig war, aus dem Tempel zu mir teleportiert. Adreon musste nebenher ohne jegliche Magie den Rest der Gruppe mit dem Buch aus dem Tempel schaffen. Ich hingegen musste schnellstmöglich versuchen, die gröbsten Schäden wieder zu richten und deinen Kopf in Ordnung zu bringen, bevor sich dein Verstand vollständig zerstreut und vom Körper nicht mehr als eine fast leere Hülle zurückbleibt. Dass du verstehst, was wir unternehmen mussten, erwarte ich gar nicht mal. Was dann? Ich weiß es nicht. Deine Unachtsamkeit im Tempel hat dich weit mehr gekostet, als auf den ersten Blick sichtbar sein wird. Die kommenden Wochen werden dies entscheiden. Entscheiden was? Was aus dir geworden ist oder von dir noch übrig bleibt. Ja, du bist unversehrt zurückgekehrt, aber nicht mehr als der, der du einst warst, der du niemals wieder wirst sein können. Es wird auf immer ein Teil in dir fehlen. Es ist das erste Mal, dass ich dich sprachlos erlebe. Du hast verstanden, was geschah? Das ist... Werde ich es spüren? Spüren, dass etwas fehlt? Du selbst vermutlich nicht. Dein Umfeld wahrscheinlich irgendwie schon. Ich brauche Zeit. Sicher. Schlafen wirst du vermutlich nicht können, aber versuche es zu verarbeiten und zu akzeptieren. Wenn du Fragen hast, kannst du sie mir oder Margus stellen. Aber bedenke, das Leben geht weiter und wir sind mitten darin. Vor uns liegt noch viel Arbeit. Kapitel 3, der Überfall. So, also wir haben jetzt zumindest keine direkten Schäden erlitten. Also Attribute und Talente haben wir noch alle. Wie gewohnt, schade, wir haben wirklich kein zweites Level abbekommen. Aber wir sind kurz davor, wir stehen ja kurz davor. Wir haben ja Runentisch und jetzt muss ich erstmal... Also wir sind in Kapitel 3 angelangt. Und ich hoffe allerdings, dass wir das hier noch erledigen können. Aber ich denke schon, denn wir sollten ja Kurum ansprechen nach Expeditionsabschluss und das ist jetzt eingetreten. Das heißt, jetzt können wir uns hier wieder um die Quests kümmern und ich glaube, wir haben vom Sumpf alles gesehen. Also ich hoffe, da konnte ich euch jetzt alles zeigen, was es da so gab. Also wir müssen alle Quests gemacht haben. Und so, wir müssen eigentlich auch fast alles aufgesammelt haben und jeden Gegner geknüppelt haben. Irrlichtstaub können wir abschließen und wir können Crawler-Eintopf abschließen. Alles fürs Gold werden wir mal probieren. Und dann auch das Triumvirat, denn wir haben ja immerhin Cortez Bescheid gegeben. Ansonsten kommt der Rest wahrscheinlich alleine von alleine auf uns zu, mehr oder weniger. Schweren Ast gegeben. Wieso einen schweren Ast? Wir können hier auf mehr drücken. Was gibt's denn mehr? Ach so, das ist ja, das haben wir schon mal mit dem besprochen. Das ist nichts Neues. So. Ich habe im Sumpftempel ein Artefakt gefunden. Hier. Das ist ja außergewöhnlich. Hattest du es bisher schon zu etwas verwenden können? Ja. Es hat uns den Weg zu dem Buch eröffnet, wo wir schlussendlich von den ganzen Monstern angegriffen wurden. Also gut. Ich werde Nachforschungen anstellen. Vielleicht weiß ich morgen bereits mehr. Schon etwas Neues wegen dem Artefakt? Nein, kommt später wieder. Meine Nachforschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay. Du wirkst reserviert, Carador. Bist du es etwa nicht? Ja, ich denke wie so oft über all das hier nach. Was meinst du? Nun, ich will ehrlich sein. Der Rückhalt bezüglich meiner Position als Leiter der Akademie war stets überschaubar. Auch innerhalb dieser Mauern. Sicher, offiziell ist dieser Ort im Konflikt auf der Insel neutral eingestellt. Und so sollte es auch bleiben.
Aber Albrecht und Wolfgar erhöhen den Druck stetig. Exakt. Politik ist ein heikles Geschäft. Und so versuche ich meist all dem aus dem Weg zu gehen. Dies schafft natürlich auch kein Vertrauen. Nein, ich empfinde hier zunehmend ein Mehr an Isolation und eine fast schon beängstigende Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, was ich auf dieser Ebene unternehmen soll, ob ich etwas ändern muss oder welche Rolle dabei für mich sinnvoll wäre. Ich bin kein Staatsmann, kein Diplomat, kein... Eigentlich bin ich nur eine Person, deren Fähigkeiten relevant sind, nicht die Person selbst. Anders als bei dir, nicht wahr? Du tratest deiner Gilde nicht aus Überzeugung bei, sondern als Mittel zum Zweck. Du hast versucht, die Aufmerksamkeit der Mächtigen zu erregen, um deine alte Stellung wieder zurückerlangen zu können. Du wurdest informiert, dass der König einen Gesandten geschickt hat? Ich weiß vieles, aber dies war nur die logische Konsequenz deiner Taten. Du hast im Tempel das Buch an dich genommen. Deines wurde dabei zerrissen. Margus behob die meisten Schäden. Ich musste die Seiten in die korrekte Reihenfolge bringen. Dass sie dabei offen liegen und lesbar sind, ist nahezu selbsterklärend. Jetzt redest du schon so wie Margus. Wir sind allesamt Bücher mit tausenden von Seiten. Jede enthält eine nicht mehr zu revidierende Erinnerung. Die Summe aller Erinnerungen gibt uns unsere Identität. Das, was bei dir zerbrochen wäre, hätten wir nicht eingegriffen. Letztlich konnte ich in dir lesen wie in einem offenen Buch. Und wie viel davon hast du gelesen? Muss ich jetzt irgendetwas wissen, was ich nicht mehr wissen will? Lediglich überflogen. Jedoch zu Genüge, um zu wissen, was dich antreibt, zu welchem Zweck du hier bist. Moment mal, du weißt von meinem Auftrag? So langsam wirst du mir unheimlich. Interessant. Ähnliches wird der Fürst auch denken. Was ist der nächste Schritt nach der Expedition? Wir alle werden uns jetzt aus dem Sumpf zurückziehen. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Nun muss es noch hierher geschafft werden. Das Buch ist noch nicht hier? Wieso das? Nun, während Margus dich im Tempel vor dem Schlimmsten bewahren konnte, habe ich mit Adelon und dem Rest der Magier beschließen müssen, wie wir dieses Buch am besten in die Akademie transportieren. Wieso? Kann sich das nicht irgendjemand einfach nehmen und das zum Kloster bringen? Hast du denn nichts gelernt? Dass dieses Buch gefährlich ist, hast du selbst erlebt. Es darf nicht unnötig der Magie direkt ausgesetzt werden oder in die falschen Hände geraten. Daher wurde eine Gruppe von Adepten und Rekruten damit beauftragt, es nicht über den üblichen Weg durch diese Kristallhöhle hierher zu bringen. Es gibt aber keinen anderen Weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ist dieser Aufwand nicht leicht übertrieben? Anhand deines Zustands zu urteilen, nein. Also es scheint gar kein Weg dran vorbeizukommen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir vielleicht das Artefakt benutzen können. Ich glaube, das konnte man irgendwie als Zauber benutzen. Vielleicht hätten wir damit das Buch unversehrt berühren können. Oder man muss es einfach aufheben und als Konsequenz, ja, scheint unser Geist komplett auseinandergebrochen zu sein. Und die mächtigsten Magier hier der Insel mussten dann irgendwie unseren mentalen Korpus zusammenflicken. Also sprich unseren... unsere Erinnerung, unseren Geisteszustand, also ich glaube, das ist geplant, also es muss so sein. Das Ganze macht auch Sinn, ja, damit wir herausfinden, dass das Buch sehr gefährlich ist, dass es auch sehr vorsichtig transportiert werden muss. Und Kapitel 3 heißt der Überfall, also höchstwahrscheinlich wird es beim Transport entwendet. Also wie geht's jetzt weiter? Ich will eigentlich zum Fürsten und du willst dich am liebsten mit diesem Buch beschäftigen, richtig? Du hast das Wesentliche schnell zusammengefasst. Lass mich kurz nachdenken. Offen gestanden wäre ich dankbar, wenn jemand in meinem Interesse die Gespräche mit den wichtigen Personen der Insel, des Königreichs und was damit dranhängt, leitet. Jemand, der über mehr Fingerspitzengefühl verfügt und Akzeptanz in der Gesellschaft genießt. Ich kann sehen, was sich machen lässt. Dafür müsste ich jedoch erst wieder mit dem Fürsten sprechen und meinen alten Titel zurückfordern.
Denkst du, dass der Fürst dir Glauben schenken wird und die Angelegenheit akzeptiert? Bedenke, dass du dich im Zweifel nur auf mich oder Margus berufen kannst. Und das reicht nicht? Ich gehe davon aus. Aber dazu muss ich erstmal zu ihm. Dies sollte ohne Schwierigkeiten machbar sein. Was denn? Einfach so? Kein Aber und kein weiteres Abenteuer am anderen Ende der Welt? Sehnst du dich denn danach? Ein solches Unterfangen ist zur Findung seines Selbst und der Welt geeignet. Gerade in deinem Zustand. Nein, sicher nicht. Der Sumpf war schon genug. Nun, keine Weltreise. Ein guter Fußmarsch wird genügen. Wie dir ja bekannt ist, soll das Buch aus dem Sumpf hierher gebracht werden. Diese Luftakrobatenaktion. Ich erinnere mich. Nenn es, wie du es für richtig erachtest. Der Punkt ist vielmehr, dass sie sich in einem Maße Zeit genommen haben, der nicht mehr vertretbar ist. Ich habe Martinus diese Gruppe suchen lassen, jedoch habe ich auch von ihm keine Rückmeldung erhalten. Es wäre wichtig, dass du dich auf die Suche machst und sie unverzüglich mit dem Buch hierher bringst. Okay. Du hast schon mehr für mich getan als nahezu jeder andere. Ich werde sie finden und die Sache beenden. Hast du irgendeine Idee, wo sie sein könnten? Sicher nicht, sonst wäre ich dem bereits nachgegangen. Nun, verschwunden können sie ja nicht sein. Ich mache mich auf den Weg. Nur wohin? Schon etwas? Nein. Okay, also wir haben jetzt hier ganz viel Informationen. Und Kapitel 3 Mission, nur ein Fußmarsch. Also meine Situation ist wieder einigermaßen überschaubar. Karadort von den politischen Grabenkämpfen und seiner Rolle darin scheinbar genug. Er scheint von mir zu verlangen, nachdem er und Margus herausfinden, selber, weil ich bin, in meinem Namen die wichtigen Verhandlungen zu übernehmen. Das ist kein Problem. Wir sind ja Diplomat. Also als Diplomat kamen wir auch auf die Insel. Insofern können wir das eigentlich ganz gut übernehmen. Allerdings müssen wir noch die Sache mit dem Buch davor klären. Wir müssen jetzt den Trupp suchen, der da eigentlich das Buch hierher bringen soll. Aber keine Ahnung, irgendeinen unterirdischen Weg oder was haben die dann genommen? Ich hätte gesagt, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir mit den beiden Magiern sprechen, von denen wir noch eine Quest haben. Also sprich, der Altar und Irrlichtstaub. Dann haben wir die beiden nämlich schon mal weg. Und ansonsten können wir am nächsten Morgen noch was über das Artefakt in Erfahrung bringen lassen können müssen. Na schau an, du lebst ja noch. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Hast ja da unten mächtig was aufgeführt. Nur mal aus Interesse, wie kommt man auf die selten dämliche Idee, so ein Artefakt einfach ausgraben zu müssen? Was kommt jetzt? Die nächste Moralpredigt? Falls ja, dann kann ich gerne drauf verzichten. Nein. Lediglich der Hinweis, dass Margus sich nicht immer aus der Scheiße ziehen kann. Stell mich nicht als Trottel hin. Führe dich nicht auf wie einer. Herzlichen Dank für diesen nutzlosen Hinweis. Hast du noch mehr? Wenn du jemals wieder als Botschafter wem in den Arsch kriechen willst, mäßige deine Worte. Sonst dürftest du schon binnen dieses Monats unter der Erde liegen. Okay, ansonsten hat nichts mehr zu erzählen. Keine Quest von Adrion. Ansonsten ist das hier sein Dingen oder was? Sehr interessant, was treibt der hier? Ah, da ist auch Markus. Hallo! Hey! Der hat doch nicht. Oh, der will nicht mal mit uns sprechen. Der will nicht mal mit uns sprechen. Was auch immer die hier für komischen Kram studieren, die zwei Verrückten. Mir soll es egal sein, da ist ein Schalter, wo geht's da rein? Müssen natürlich erstmal umschauen. So. Aber wir müssten den Tempel perfekt jetzt erledigt haben. Wie gesagt, ich glaube, das muss so sein, dass wir das anfassen und dann ist die Kacke am Dampfen. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht verhindern. Diese verdammten Ratten. Naja, egal. Du kommst gerade richtig. Wofür? Ich bin gerade dabei, einen neuen Zauber zu testen, den ich in den alten Schriften der Bibliothek gefunden habe. Laut Beschreibung des Verfassers soll es eine Verwandlung in einen antiken Drachen sein. Interessant. Klingt aber auch gefährlich. Stimmt, ist es auch. Da ich es beim ersten Lesen selbst nicht glauben konnte, habe ich mich tiefer eingelesen und fand spannende Informationen, die wohl schon seit Äonen in diesen alten Schriften schlummern.
Wenn die Beschreibungen stimmen, dann kann eine Verwandlung in einen Drachen eine mächtige Waffe sein. Eine, die dir auf deinen Abenteuern noch von großem Nutzen sein könnten. Jedoch ist aber auch ein Wort der Warnung vonnöten. Wenn deine magische Kraft nicht ausreicht, so könnte es vorkommen, dass du in verkrüppelter Form zurückverwandelt wirst. Weiterhin sagen die Schriften, dass ein unbedachter Nutzer innerhalb von wenigen Sekunden seine ganze Magie verbrauchen kann, ohne einen wirklichen Nutzen aus der Verwandlung ziehen zu können. Okay. Oh, er verkauft Sachen. Was hast du anzubieten? Schau selbst. Ah, das ist hier der Verwandlungsspezialist, wer hätte es gedacht. Und der verkauft natürlich auch Teleports zu Karls Farm als Mittelpunkt der Karte, wer hätte es gedacht. In der nächsten Folge sprechen wir mal ein bisschen mit dem. Also der scheint eine Quest für uns zu haben. Da hinten ist noch jemand. Ich war ja eigentlich irgendwie in der Hoffnung, Kurum zu finden oder... Wie hieß der andere? Tyras. Egal, die beiden werden wir in der nächsten Folge bestimmt ausfindig machen. Und dann erledigen wir die Quests. Ich gucke auch mal, ich werde nicht direkt die Hauptquest machen, ihr wisst, die kann bei mir immer warten. Ich hätte jetzt erstmal dann nochmal in der Goldmine den Kram erledigt und das mit dem Triumvirat beendet. Und ansonsten mal gucken, dass wir die anderen Quests, die wir noch haben, irgendwie bearbeiten können. Falls es irgendwo neue Quests geben sollte, die ein bisschen versteckt sein sollten, also vielleicht jetzt irgendein Bürger in der Stadt, den ich jetzt akut nicht antreffen würde, dann gib mir Bescheid, dann gehen wir zu dem hin und holen die Quest ab und erledigen sie natürlich. Das gilt aber generell für die ganze Karte. Also falls irgendwo eine Quest sein sollte, die ich übersehen haben sollte, egal ob Kapitel 1, 2, 3, gut, 2 ist jetzt halt Geschichte, das mit dem Zoom wird erledigt. Kapitel 2 ist auch relativ klein, wie ihr gemerkt habt. Aber da müssten wir alles haben, aber für Kapitel 1, falls man das noch machen kann, und Kapitel 3, gebt ihr mir Bescheid, falls irgendwo übersehbare Nebenquests zu finden sein sollten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.